Heinrich fragt Pete Smeet, welcher war der beste Worms-Moment, wo ihr euch dachtet, wow oder nicht dein Ernst? Der beste Moment war, und ich lobe mich ungern selber, aber ich war einfach cool, als Chris, als ich quasi einen Wurf mit einer Granate machen musste, und der so unrealistisch war, dass Christian sogar gesagt hat, wenn du das schaffst, kriegst du ein Eis. Und ich habe den geschafft. Und alle waren so, wow, what the fuck? Und dann habe ich ein Eis gekriegt. Voll geil. Also mein bester Worms-Moment war auf jeden Fall da, wo ich mit Controller gespielt habe. Weil mit Controller, das war so richtig scheiße von mir. Und da fand ich mich selber so kacke und hat mich so aufgeregt, dass ich damit so kacke war. Das ist wirklich die schlimmste und wirklich grässlichste Folge ever bei Worms. Einer der besten Worms-Momente, den ich auf jeden Fall hatte, und da weiß ich leider nicht mehr, welche Folge das war, ist die Sache, als ich auf dem Hufeisen stand und gleichzeitig diesen Wurmglücksbug hatte und ich einfach mich nicht mehr eingekriegt habe, weil ich durch die Hemisphäre geschwebt bin. Das war ziemlich, ziemlich lustig und da dachte ich mir echt, wow, das ist nicht euer Ernst. Also ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn Jay ankommt mit so Sachen wie Hasta la vista und es dann verkackt. Das finde ich immer sehr schön. Generell, wenn man sich siegessicher ist und dann verkackt man den Kram. Das sind tolle Worms-Momente und die sind bei uns ziemlich häufig. Und eigentlich sind die lustigsten Folgen ja sowieso die, wo am meisten rumgefailt wird. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, jede Folge würde das klappen, was man auch vorhat, das wäre voll öde. Also Felsen gut. Einer der lustigsten Momente war die, für mich, die Bram, also die Javis Bram Folge 2.0, die jetzt letztens lief, wo ich dann am Ende einfach aus dem Bild gegangen bin und der Bram alleine geredet hat. Ey, da war ich echt ein bisschen angepisst. Und sonst es gibt so viele geile Worms-Szenen, ja. Irgendwo, wo man einfach nur weint und ich kenne die alle nicht mehr. Das sind so viele, wo man einfach nur vor Lachen weint oder sich nicht mehr einkriegt oder sonst was. Das sind halt einfach die All-Time-Favorites, definitiv.